Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht's um ein Toy, was wir von einem Rare bekommen können. Und zwar habe ich das schon im Inventar, einmal den persönlichen Panzer und das habe ich gerade von einem Rare bekommen. Wir sind hier nämlich einmal im zweiten Gebiet, Ebene von Onara. Und hier unten bei den Koordinaten 63, 48 haben wir eine Schildkröte in der Höhle drin. Die ist ein bisschen versteckt, nicht wirklich. Und zwar hier unten an den Wasserfall ran und dann hier rein. Und dort haben wir dann hier den Rare. Dann schimpft sich Sonnenschuppe. Und der hat dann dementsprechend hier den persönlichen Panzer dabei. Ich habe ihn mit beiden meinen Chars gekriegt. Also vermute ich mal, dass es ein 100% Drop ist. Ich weiß es zwar jetzt nicht zu 100%, aber... Jetzt werden wir gleich mal gucken. So, also, fürs Donaten, Grüße gehen raus und vielen Dank. Und jetzt gucken wir aber den Panzer an. Und zwar, das drücken wir jetzt mal kurz weg. Wenn wir den einsetzen, dann begeben wir uns in unseren persönlichen Panzer. Ist eine Stunde Abklingzeit drauf. Erstmal einmal lernen und dann haben wir das Ding hier. Schauen wir mal. Vielleicht wirbeln wir da ein bisschen rum mit. Ah ne, wir sind einfach nur in einem Schildkrötenpanzer und können uns nicht bewegen. Ich kann auch nicht springen, aber ich kann mich ein bisschen drehen. Gut. Bin ich immun gegen Schaden? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Aber ich habe auch ein Schildkrötensymbol hier oben. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das Ding ist ein bisschen useless, ehrlich gesagt. Also ich kann mich halt null bewegen, ne? Ich kann das halt nur drehen. Naja, es ist ein Toy mehr für die Sammlung, sagen wir es mal so. Ich glaube, das werde ich nie einsetzen. Gut, das war's mit dem Toy Guide. Ich zeige euch nochmal die Map. Also hier unten an dem Fluss bei den Koordinaten 62, 48. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.